Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Dürfen. So. Oh, ist ja schon Freitag. Ist ja schon wieder 2:30 Uhr morgens. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Halt, Musik. Warum ist da so grau? Also, Flickenteppich. Oh, geht bergab. Ah, da freue ich mich ja. Also, wir müssen ja schon wieder pennen. Wie die Ingame-Zeit vergeht. Goddammit. $86,000. Ja, moin. Ja, ich würde sagen, gehen wir dann hin, gleich mal tanken und pennen. Wobei, tanken brauchen wir eigentlich noch nicht. Und pennen ist auch noch ein bisschen früh, oder? Was haben wir denn hier für Alternativen? Was sind überhaupt noch da? Ja, doch, wir haben noch genug Angriffsmöglichkeiten. Da haben wir. Also wir haben noch mehr als genug Schlafmöglichkeiten. Gut. 4 Stunden. Das heißt so. Ja, was ist denn hier los? Los, fahr! Danke! Achso, halt! Hätte ich ja gleich weiter. Wo muss ich denn lang? Ach, ich muss nach links. Hallo? Hänge ich jetzt ernsthaft in der Alpha-Wand fest? Digga, diese Stoßstangen, ne, die gehen mir so hart auf den Sack. Nein. Ich brauche dich. Rerouting. Keep left and then turn left. So. Jetzt zurück zum Thema. 3, das heißt, ist es jetzt 7, 8, 20, ja doch, 20 Uhr, genau. Also 8 PM. Halt, ne? Wo kommen die Leitplanke denn her? Die war doch vorher noch nicht da. Alter, aber reagiert, ey. Wie ein König auf Quack.
Ja, Mehl, beruhig dich mal bitte. Du hast einen Sprung in der Platte. Ey! Musik fährt schon. Wenn man auf Crack ist. All right. Bitte auch mal an. Natürlich muss auch nach rechts. Hat schon eng hier. Easy. Danke. Weil diese kleinen weißen Stäbchen da, diese kleinen Zahnstecher, geben mal wieder 80% Schaden. Muss ich tierisch aufpassen. Diese Dinger sind gefährlicher als Frontalzusammenschluss mit einem LKW. Da kriegst du ja meistens nur so 2%. Also ich muss sagen, jetzt gerade, ne, wenn man so 5 Sekunden zurückspringt, oder, na, sagen wir mal 10 Sekunden, hier war gerade die Stelle mit hoffenweise so Werbesch... Achso, die sehe ich gar nicht, ja. Mit so Werbeschildern. Auf meinem Bildschirm, die sehe ich gar nicht. Mit so Werbeschildern. Und überall waren so verschiedene Sachen drauf. Und das habe ich wieder so ein bisschen an die Sache erinnert, dass er jetzt ATS auch Fremdwerbung anzeigen möchte. Oder anzeigt. Und ich finde das so viel schöner. Ja, gerade dadurch ist die Werbung halt wirklich so abwechslungsreich, wie halt auch echte Werbetafeln. Es fügt dem Ganzen nochmal so richtigen, realistischen Touch hinzu. Deswegen sind die ganzen Leute, die sich darüber aufgeregt haben, ATS bekommt jetzt Werbeplattform. Jetzt wird das Spiel auch Werbung finanziert, kriegt überall Banner. Ja, scheiß drauf. Es ist halt ein Simulator, ja? American Truck Simulator, der steht da Simulator für Simulator. Und wenn es halt die Realität simulieren möchte, dann sollte es halt auch solche Sachen 1:1 realistisch nachstellen. Und im Echten hast du ja auch nicht nur Werbung für SES-Software selbst. Ne, früher hattest du ja immer Werbung für irgendwelche, also in der Regel hattest du da entweder halt Werbung für das Spiel selber oder für jeweils anderes Spiel. Also in ATS hattest du Werbung für ETS und andersrum. Oder halt so als Art, na, wie sagt man, nicht Easter Egg unbedingt, aber schon so als Art Andenken, dass du da halt alte, also Werbung von alten Spielen hattest. Wie halt zum Beispiel die 18 Wheels of Steel Serie oder irgendwie sowas, ne? Und jetzt hast du halt wirklich viele verschiedenste Arten von Werbung. Schön bunt. Soweit ich weiß, aber trotzdem nur welche, die im entferntesten was mit LKW zu tun haben. Aber ja, das ist geil. Also, meinetwegen, klatscht das Spiel mit Werbung voll. Solange es halt so ist wie auch im Echten. Also halt bei Werbetafeln. Also, dass ich jetzt hier, weiß nicht, auf meinem Lenkrad, auf wenn ich eine Snickers-Werbung habe, brauche ich natürlich nicht. Oder dass immer, also, eine Werbung, die jetzt die vierte Wand durchbricht, also, weiß nicht, jetzt wirklich im Spiel selber, im Menü oder sowas, Werbung natürlich nicht, klar, klarer Fall, so. Da kannst du natürlich nicht machen, das ist ja richtig Bullshit. Aber wie gesagt, wenn du halt eh Werbeflächen hast, Ingame-Werbeflächen, dann klatscht halt auch echte Werbung rein, habe ich überhaupt kein Problem mit. So, let's go. Und selbst wenn sich SES da wirklich einen Werbedeal sucht und damit halt noch ein paar Cent verdient nebenbei. Es ist mir sowas von scheißegal.
ne, solange die jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, einen Exklusivdeal mit Coca-Cola machen und dann fast überall Coca-Cola-Werbung ist, ist dann auch wieder blöd. Ne, muss natürlich schon abwechslungsreich sein. Halt wie im Echten, so. Wobei, selbst im Echten hast du teilweise, dass wenn gerade irgendwas extrem gehypt wird und da ordentlich Geld in die Werbeindustrie getrommelt wird, dass du dann von irgendeiner Werbung, also, dass in jede zweite Werbetafel die gleiche Werbung ist. Also auch im Echten teilweise. Oh Gott, was muss ich denn da jetzt? Muss ich links bleiben? Ich glaube ja, ne? Ja, sieht so aus. Ja, kann schon lange Strecken fahren wir zwischendurch. Achso, weil wir jetzt. Ja, okay, komm, wir haben jetzt diesen großen bis hier oben. Na, ja, okay. Dann haben wir da oben ein paar, dann wieder eine ganz lange Strecke nach da unten. Und dann haben wir hier unten die verteilten. Ja. 1, 2, 3, 4, kurz hintereinander. Schon funny. Wie es teilweise kommt. Aber ja, genau, wir brauchen bald mal Bett. Dunkel wird's auch. Weil das nicht unbedingt ein Problem ist. Nur bis Nachtfahrt ist ganz geil. Vor allem Sunset und Sunrise. Macht immer Spaß. Vor allem jetzt, wo die Wolken auch immer so geil aussehen. Holy shit, sieht das alles gut aus. Guckt euch diese Sonne an, Alter. Krasser Scheiß, Alter. Alter. Wow. War gerade ein riskantes Manöver, aber hat sich gelohnt. Alter. Ich dachte schon, ich war locker ein Unfall gleich. Also ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass gerade eben war definitiv zwar gewollt, aber trotzdem definitiv mehr Glück als Verstand. Das war gerade einfach eine Aktion von YOLO. Aber hat funktioniert. Manchmal muss man einfach an seine Glücksfee denken. Ja? Worum ist heute her? Oh! Texturfehler! Okay, das wird natürlich nicht. Hier fehlt eine Textur. Ich glaube nicht, dass man da die Wand durchsehen sollte. Genauso wie es hier auch irgendwie komisch aussieht. Da fehlt auch wieder Mast. Was ist da los am Anakon? Hä? Ja, siehst du? Hier oben schwebt was. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Wie gesagt, hier fehlt eine Textur. Lol. Das ist ja interessant. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Das kommt wirklich extrem selten vor. Ne? Das mal so wie vor ein, zwei Folgen, wo ich gezeigt habe, dass die Maps nicht richtig aligned sind, dass man da Lücken im Boden hat. Sowas kommt halt vor. Einfach aufgrund dessen, wie halt die Maps entwickelt werden, dass die Sachen halt aufeinander einpassen musst und dementsprechend halt da ab und zu Fehler passieren können. Aber dass bei so Objekten, die ja fertig modelliert werden und einfach nur eingefügt werden, dass da irgendwelche Fehler sind, hatte ich so bisher, glaube ich, noch nicht. Vor allem gleich zwei Fehler mit einmal, also da war ja irgendwie gerade komisch.
schätze mal, da haben die irgendwie einfach ein vorhandenes anderes Modell genommen, das ein bisschen abstrahiert, ein bisschen angepasst und dabei nicht wirklich darauf geachtet, dass das auch gut geworden ist mit dem Anpassen. Ist so, das halt genau, ne? Das ist halt genau das, was ich meine. Vor 5 Folgen. Ne? Wo ich meinte, oder vielleicht auch 4, keine Ahnung. Ne? Wenn jetzt ein SES-Qualitätschecker so einfach Let's Plays gucken würde, würde ich auch mein Let's Play gucken und dann merken in meinem Let's Play, ah, scheiße, da war ja was. Das müssen wir noch fixen, die Kacke. Warum haben wir keine Musik? Was ist das für ein Lied? Also das Software, falls du dieses Video siehst, hallo. Aber bei mir hat sich SES Software noch nie gemeldet. Ich glaube auch nicht, dass es hier mal passiert. Dafür habe ich einfach zu wenig Views. Da kommt das Auto her. Ey, mein Platz da. Ich muss hier durch. Zu viel Verkehr auf den Straßen. Gehen Sie mal alle weg hier. Boah, also. Unverschämtheit. Aber schon sehr schöne Gegenden hier. Fallen halt immer so diese Dinger, diese kleinen extra Dinger hier. Digga, hier, Alter. Hier war doch lange wieder ein Geheimweg, oder? Ah, ne, noch nicht. Gut, hier ist nichts, das ist das Haus. Hier ist auch bloß das Haus, wo man auch hier eine schöne Runde drehen könnte. Ah, schon sehr geil. Da, ah, halt, ich darf ja nicht mitsingen. Alter, der Flugzeug, der war sehr tief. Holy shit. Weil das Problem ist halt, das ist halt das Problem mit Bluetooth-Kopfhörern. Das Bluetooth-Signal braucht ja erstmal, um vom Rechner zum Kopfhörer zu kommen. Und das Signal muss auch erstmal beim PC encoded werden. Und dann beim Kopfhörer wieder encoded werden. Andersrum. Beim Rechner encoded und beim Kopfhörer decoded werden. Und dann muss das Kopfhörer auch noch den Audio-Codec dekodieren
Und diese ganzen Arbeitsschritte sorgen halt zwangsweise dafür, oh, ist das geil, Alter, what the fuck. Ja, dass das Signal, das Audio-Signal bei Kopfhörern halt immer verzögert ankommt. Ich meine, es gibt ja schon Vermittlung Wege, bei Android zum Beispiel, nutzen viele Programme einfach. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber die schicken einfach das Audio-Signal verfrüht los. Ich weiß gar nicht, so da kenne ich mich jetzt mit Bluetooth nicht aus. Ob der Kopfhörer dem Android-Handy sagen kann, okay, ich habe die und die Verzögerungszeit. Sprich also, du selber brauchst einfach nur deine Verzögerung und die Verzögerung, die ich dir mitteile, zusammen addieren. Und dann weißt du, wie schnell oder wie lange du das Signal schon im Voraus losschicken musst, damit dann wieder, wenn du auf Android Videos guckst über Bluetooth-Kopfhörern, das dann wieder asynchron ist. Aber sowas gibt es halt bei Rechnern, also unter Windows jetzt nicht wirklich. Also sowohl unter Windows als auch vor allen Dingen unter Linux, weil sich da halt, soweit ich weiß, noch kein Standard rauskristallisiert hat. Deswegen hast du halt bei PCs in der Regel immer das Problem, dass bei Bluetooth-Kopfhörern das Audiosignal immer etwas verzögert ist. Also ist jetzt nicht viel, jetzt nicht, dass irgendwie eine Sekunde oder drei Sekunden oder sowas ist, sondern ist in der Regel, also unter Linux habe ich das mal gemessen, schwankt auch immer ein bisschen, aber da liege ich so in der Regel zwischen 100 und 200 Millisekunden, also ein Zehntel und ein Fünftel Sekunde. Das Schöne ist, wenn ich wirklich mal, das war mal eine sehr kurze Kameratur gerade, irgendwo. Wenn ich wirklich mal drauf scharf bin, ernsthaft jetzt? Na gut, muss ich hier finden. Wenn ich wirklich mal scharf drauf bin, dass ich Musikvideos oder sowas, also AMVs, wo wirklich Effekte und Beat sind und dafür halt, damit das gut aussieht, dann halt wirklich auch synchron sein muss, Audio und Video, dann kann ich ja im MPV-Player, das ist ja der Player, den ich nutze für Videowiedergabe, da kannst du im MPV-Player selber auch ein Delay einstellen. Bei Vollzählmedia-Player geht es ja auch, dass du sagen kannst, okay, Audio und Video sollen um so und so viele Millisekunden verschoben werden zueinander, um halt Hardware-Delays damit auszugleichen. Und das kann halt der MPV-Player auch. Und das nutze ich dann einfach immer. Na. Das Witzige ist, auch bei Android funktioniert das irgendwie nicht immer. Also, ich weiß nicht, ob es an meinem Player liegt. Ich nutze unter Android diesen MX-Player. Und manchmal schafft er es, die Sachen zu synchronisieren, indem er halt einfach das Audiosignal vorher losschickt. Und manchmal scheint das aber nicht zu machen. Dann habe ich halt wirklich, dass das Audiosignal dem Video hinterherhängt. Also das, was ich höre. Dem Video, was ich sehe, hinterherhängt. Also auch Android scheint da wohl irgendwie so nicht, das nicht immer zu schaffen. Aber es klappt halt meistens doch ganz gut. So, die Kamera müsste links sein, ne? Ja. Kamera! Wo bist du? Hm? Ach da! Oh, der mit Rasen! Ein Rasenmäher! Gibt's eigentlich einen Beruf, wo man den ganzen Tag dabei ist, Rasen zu mähen? Und wenn ja, wenn dieser Beruf Rasenmäher heißt, woher weißt du dann, wenn du jetzt sagst, Rasenmäher, ob du jetzt die Person meinst, die mit dem Rasenmäher den Rasen mäht, oder ob du das Gerät meinst, der Rasenmäher. Oh. Darüber muss ich in meinem Blog schreiben. Wahrscheinlich gibt es auch genau deswegen diesen Berufszweig nicht. Ist das ein Hund oder eine Riesenkatze? Sah aber eher aus wie ein Hund.
die Brücke mit diesem großen Schild da. Da erinnert mich sowas an die Brücke, wo du immer mit dem LKW gegen schepperst, wo es ja zigtausend Videos auf YouTube gibt. Wo sich da immer die Dächer von den Aufliegern schrauben. Schon sehr schön, vor allen Dingen hier mit dieser kleinen Fußgängerbrücke. So dieses Detail. Oh, okay, der Wasserfall hinten sieht aber sehr künstlich aus. Holy shit. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Schon wieder ein roter Wagen. Bleiben Sie stehen! Nein! Oh, ist sogar stehen geblieben. Das ist Starter schon, der fährt jetzt einfach nicht in mich rein. Oh, nee, da vorne ist ja Maut. Bläh. Ich muss dran vorbeifahren. Oh, es geht. Ha! Wer links oder rechts? Okay. Auch eine sehr schöne Gegend hier. Gefällt mir echt gut. Oh, was ist denn das hier? Ah! Wow! Was ich auch mal gerne sehen würde. Dieses Sumpfgebiet. Oder nee, ist ja kein Sumpfgebiet, ist einfach nur so ein flacher See. Das ist schon alles sehr geil gemacht. Oh, Züge. Ja, aber ich glaube, die Kamera machen wir nächste Folge. Ja, auf jeden Fall. Na dann. Würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.